Ich möchte Ihnen da dieses Konzept des Fußabdrucks kurz vorstellen. Das ist nur ein kleiner Hinweis, auf welchem Niveau wir sind. Wir verbrauchen etwa in Österreich 160 Liter Wasser pro Tag. Nicht zum Trinken, aber zum Waschen und so weiter und so fort. Wir fahren 8600 Kilometer mit dem Auto und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Frage, ich möchte Sie daran erinnern an dieses Bild der Erde als eine Kugel. Ja? Und diese Kugel ist, die kann man drehen, so oft man will, die wird nicht größer. Ja? Wie viele Ressourcen gibt es auf der Welt? Wo müssen wir sparen und wo nicht? Wir nehmen die Erde und sagen, okay, so viel Fläche hat sie. Und wir ordnen allem, was wir verwenden, eine Fläche zu. Die erste Rechnung ist ganz einfach. Wenn Sie die Fläche der Erde nehmen, auf der etwas wächst, also nicht die Antarktis, nicht die Wüstengebiete, nicht die Hochgebirge, auch nicht die Hochsee, dann sind das so über den Daumen 14 Milliarden Hektar. Wir haben hier, steht noch 6,9, wir sind inzwischen etwas über 7 Milliarden Menschen. Das heißt, im Grunde genommen ist für jeden Menschen 2 Hektar. Wir müssen mit 2 Hektar auskommen. Oder jemand anderem was wegnehmen. Hinter der Nachhaltigkeit steht aber auch die Idee der Gerechtigkeit. Es ist ungerecht, künftigen Generationen nichts übrig zu lassen. So, der klassische Beispiel ist die Torte. Sie nehmen eine Geburtstagstorte und in ihre Klasse und das erste Kind schneidet sich mal ein Drittel ab. Dann bleibt für den Rest wenig. Das ist nicht fair. Hier geht es darum, wie groß ist der Kuchen, den wir abschneiden. Das heißt, wir haben 2 Hektar zur Verfügung, so über den Daumen. Was machen wir mit diesen 2 Hektar? Wir brauchen Fläche wozu? Naja, ich brauche mal eine Fläche zum Wohnen. Meine Wohnung, das sind ein paar Quadratmeter. Dann brauche ich eine Fläche, ich habe ein Auto für meine Garage. Wieder ein paar Quadratmeter. Dann brauche ich irgendwo eine Fläche, auf der Gemüse wächst. Auch wenn ich die Fläche nicht habe, beim Gärtner muss sie sein, oder? Dann brauche ich Fläche für Getreide, Brot und so weiter. Dann brauche ich Fläche für eine Weide, weil ich ganz gerne ein Glas Milch trinke oder einen Joghurt. Fleisch esse und so weiter. Das heißt, ich habe hier eine Menge an Flächen, die mir zur Verfügung stehen, weil ich eben diese Konsumgüter in Anspruch nehme. Die zweite Geschichte ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich verwende ja auch für mein Auto Benzin. Welche Fläche ordne ich dem Benzin zu? Wenn ich das Benzin verbrenne, den Treibstoff, dann entstehen Abgase. Diese Abgase muss die Natur wieder filtern. Durch grüne Bäume, durch Pflanzen, die sie aufnehmen. Also rechne ich die Fläche, die ich brauche, damit meine Abgase nicht in der Luft bleiben, sondern wieder verwertet werden. Ja, das ist auch dazu zu rechnen. Also es gibt quasi reale Flächen und dann gibt es Flächen, die sind gedachte Flächen. Das ist diese Fläche, die Emissionen, Abgase binden sollte. Das alles kann man jetzt ausrechnen und erheben und so weiter und so fort. Das ist natürlich viel Arbeit. Und dann kommt etwas heraus, wie viel Fläche ein Mensch verwendet, der in einem bestimmten Land lebt. Sie finden das immer auch in der Literatur. Da steht ein kleines G vor dem H. Dieses G steht für Global Hektar. Warum? Die Kernidee dahinter ist die, dass es nicht um einen realen Hektar geht, denn das wäre ja wieder nicht gerecht.
es macht einen Unterschied, ob ich in Kasachstan 2 Hektar Steppe habe oder, ich weiß ja nicht, in China eine Reisterrasse mit 2 Hektar. Also hat man hier den Durchschnitt verwendet. So, und die Geschichte sehen Sie, USA 8 Global Hektar pro Kopf, Österreich 6 Global Hektar, Russland 5,6, China 1,1. Die Grenze wäre hier bei 2. Das heißt, wir verwenden global viel mehr Ressourcen, als uns zur Verfügung stehen, sagt diese Rechnung. Wir müssen auf ein vernünftiges Maß zurück. Das ist die große Herausforderung. Wie kommen wir weg von diesem hohen Energieverbrauch? Jedes Jahr, Sie finden das in den deutschen Medien, noch stärker in den anglikanischen Medien, gibt es den sogenannten World Overshot Day, denn auf Deutsch hat er einen schrecklichen Namen, er heißt Welterschöpfungstag. Es ist der Tag, an dem die Ressourcen, die nachwachsen, verbraucht sind. Und dieser Tag rückt immer weiter nach vorne. 2018, heuer, war der 1. August Welterschöpfungstag. Und die Frage ist, wenn wir diese Entwicklung weiter fortschreiben, brauchen wir irgendwann mal 2 Planeten. Daher bleibt uns wohl nur der Weg zu sagen, wir versuchen wieder weniger Energie zu verbrauchen, weniger Material zu verbrauchen. 98% der Klimaforscher sind der Meinung, dass der Klimawandel durch den Menschen maßgeblich beeinflusst wird, dass wir hier auf Kosten der Zukunft leben und dass wir hier etwas ändern sollten. Der Fußabdruck, also das, was wir verbrauchen, wenn ich das in 4 Bereiche einteile: Essen, alles, was wir aufessen. Wohnen, also Heizung, Wohnung und so weiter, Verkehr und sonstiger Konsum, mein Handy, die Kleidung, der Computer, alles, was wir so haben, die Einrichtungen. Welcher der Bereiche, Ernährung, Verkehr, Wohnen und Konsum, ist der größte? In Westeuropa. Die Ernährung. Ja? Und zwar hier, die Art und Weise, wie wir uns ernähren in Westeuropa, beeinträchtigt die Umwelt enorm stark. Vergessen Sie bitte nicht, in Westeuropa wird etwas mehr als ein Drittel der Lebensmittel nicht gegessen. Die werden weggeworfen. Wir essen viel zu viel Fleisch. Ein Durchschnittsösterreicher, Durchschnittsdeutscher isst 300 Gramm pro Tag, 30 Decker Fleisch. Gesund wären 100 Gramm. Also tierische Produkte sind sehr wertvoll. Ich glaube, das ist mir ein Anliegen, generell, dass wir jungen Leuten auch sagen, Essen braucht viel Arbeit, viele Ressourcen, man geht sorgsam damit um.